Kurze Frage an euch. Ist ein Rolls-Royce dafür bekannt, sonderlich schnell zu sein? Das geht doch da eher um Komfort. Also hier drin ist auch noch alles relativ heil. So, dann lasst uns jetzt mal hier Fahrzeugkonfiguration laden. Wollen wir direkt in den Brabus steigen? Es gibt auch noch Black Badge. Und wir müssen nur diese beiden Diener. Ich weiß nicht, ob das so klappt, wie ich mir das vorstelle. Ja. Warte. Oh, da kam noch was mit. Ja, das. Oh. Warte, dann nehme ich den ja auch noch mit. Das werden wir erst in deiner Folge morgen um 14 Uhr erforschen. Wow. Wenn es wieder heißt: Raft mit Manuel und Poletta! Wow! Ne? Bewert. Okay. Oh, sorry. Ich bewertet. Dachte, die Folge wäre schon vorbei. Nein. Boah. Was war das denn? Den saug ich weg. Ja, ne. Wo der herkam, da gibt's doch noch viel mehr. Da gibt's noch ganz viel mehr. Da gibt's auch noch anderen Kram. Lass mal Team jetzt. Nee, hier trennen sich nicht unsere Wege. Das ist ja perfekt. Was geht denn hier ab? Das ist ja... Was? Warum wurde ich jetzt hier... Als ob man kann nicht auf den Schienen fahren? So, ja, warte, jetzt sind wir... Ja, jetzt sind wir redig. Richtung Kaiserslautern. Sorry, der ist einfach rausgeflutscht. Ich bin gespannt, wie unser Bunker am Ende aussehen wird. So, einmal anmachen. Ah, ja, auf dem Bau, da geht's ein bisschen rauer zu. Da darf man auch ruhig mal rülpsen. 78 Autos, geiler Schaden. Und wie alle wissen, alle guten Dinge sind drei. Denn jetzt kommt hier nochmal, ich würde sagen, das ist so ein Baustellenfahrzeug. Sorry. Sag mal, was ist das für ein Baum? Entschuldigung, ja, danke. Ich muss kurz was trinken. Ich bin so aufgeregt. Endlich fliegen. Oh, tut mir leid, aber Astronauten dürfen auch rülpsen. Denn wenn ich heute starte, dann bin ich offiziell Super-Astronaut. So, Leute, ich muss hier kurz zwei Bagger nach unten bringen. Oh, das sollte ja kein Problem sein. Oh, das wirkt eigentlich ganz chillig. Jetzt. Oh, Junge, ruhig. Alles gut. Wir sind umgekippt. Kannst du denn einfach so? Ja, ich kann Luft schlucken und dann kann ich rülpsen. Aber so viel? Also. Ja. Bist du ein Naturtalent? Ich weiß. Also wenn ich eine Sache gut kann, dann ist es rülpsen. Ich kann sogar deinen Namen rülpsen. Okay, das ist nicht schwer. Also wieso? Jetzt, das ist ja Kinder. Ja, dann rülps mal meinen Namen. Wollele. Nee, das ist kein Rülpsen. Nee, du musst das so machen. Warte, es tut mir leid. Ich entschuldige mich dafür. Aber ich muss jetzt ein bisschen... Kannst du es direkt? Ja. Oh, sorry, ja, der war ein bisschen abgebrochen. Der ist aber auch zu lang. Nee, den schaffe ich. Hast du gehört? Auf Anhieb, ja. Ja, ich kann einfach schlucken. Warte mal, guck mal, was ich kann. Ja. Ah. Oh. Was? Was passiert? Was ist gerade ein Rülpser? Der war nur absichtlich. Upsi. Ist mir jetzt ein bisschen unangenehm. Weil der war, jetzt habe ich aber so ekelhaft Luft im Bauch, weil ich den dann, als er ein Tönchen von sich gegeben hat, schnell unterdrückt habe. Aber da war schon alles zu spät. Ja, er kam so wirklich überraschend. Der kam so angesprungen. Echt komisch. Ja, der war auch nicht geplant. Natürlich der war nicht. Der war nicht mal richtig herzhaft. Stimmt. Also meine Rülpser sind... Ja, nächste Mal ein bisschen mehr pressen. Ja, nee. Wir müssen mal das Niveau... Dieses ja, Niveau kann ein bisschen kann ich da heben. Was für, wenn du hier in meinen Parts rülpst? Ekelhaft. Ja. Sag mal. Dir gebe ich nie wieder Fisch. Ach ja, ach dann guck mal, was ist denn das? Hi! Ach. Ja, jetzt, wir haben das hier komplett. Boah, der Fisch gerade war aber geil. Du kannst ja hier nicht in meinem Part rülpsen. Ich kann alles. Auf damit. Okay, sorry. Tut mir das leid. War ich übrigens auch. Die sind wirklich klein, wir sind kleine Ferkel. Erstmal was trinken für die Beruhigung. Das ist vielleicht der Lüde, den ich mir an der Grenze abgekauft, ja. Oh ja, da fährt sich's direkt ein bisschen einfacher. Ja, da bin ich wieder. Moin, Leute. Ich trinke.
müssen wir unauffällig. Weil wenn ich jetzt hier pusten müsste, das wäre nicht gut. Ja, das war auf jeden Fall krass. Lieber Schiedsrichter, schreiben Sie bitte die Höchstgeschwindigkeit daran. Sorry. Alle noch Luft im Bauch. Waren, glaube ich, 850, ne? Alter, hätte ich nicht gedacht, dass wir das mit dem schaffen. Maschinengewehr packe ich mal mit nach oben. Da mal ab ins Bettchen. Oh, sorry, das war ich nicht. Das war mein Hausschwein. Da wird Cheffe aber ganz, ganz zufrieden mit mir sein. Oh ja, zweite. Lässt sich auch gut schließen. Sicherheitstür. Sorry, ich hatte eben noch lecker was gegessen. Direkt in mein saftiges Mull. Ich hatte so ein leckeres Curry mit ein bisschen wilden Brokkoli und Saibling. Einer geht noch rein. So, sorry. Ja, machen wir alles frei jetzt hier. Sorry, tut mir leid. Ja, nächster. 27 ist nicht dabei. Sehr gut. Okay, gut. Nur kein Wort über Bruno? Oh, no, 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 no. Nur kein Wort über Bruno. Oh, da hat er aber was verpasst, Leute. Da könnt ihr den mal in den Kommentaren aufklären. Oh nein, der Hai. Der Hai wird mich essen. Och nein, wieder. Och Mann, ich will auch so ein Bett. Guten Nacht. Gute Nacht, Manuel. Guten Morgen. Um hier abzukürzen, weil das sind, also, das bringt was. Das wird auf jeden Fall was bringen. Oh, gleich schon alle. Was trinkt ihr eigentlich den ganzen Tag? Oh. Sorry, heute ist wirklich heute bin ich ein absolutes Ferkel. Ich weiß, es tut mir auch leid. Wirklich. Das macht man ja auch nicht. Also unter Kollegen ja, da rülpst man schon mal. Aber das wird jetzt ja hier ein Video. Ruft meine Mutter mich an. Sag mal, was war denn das da schon wieder? Ja, Mama, ich fand's lustig. Boah, ich stell mir mal vor, wenn ich früher am Tisch gerülpst hätte, es hätte auf jeden Fall eine gepflegte Schelle gegeben. Keiner hat Bock. Ah, doch, in der Ferne kommt einer. Hier, ich gebe ihm Morsecode. Warte, hier, das ist der Morsecode. Sorry, ich bin ein Ferkel, ich weiß. Aber jetzt weiß er wenigstens, was abgeht. Oh, Sonntagsfahrer. Was willst du denn? Sorry. Tut mir leid, der ist einfach rausgekommen. Auch um einfach so ein bisschen Macht zu demonstrieren. Also weißt du, ich weiß ja nicht, der Typ, der mich hier gerade beleidigt hat als Sonntagsfahrer, vielleicht der untergräbt meine Autorität. Und da muss ich halt ein bisschen Dominanzverhalten zeigen, indem ich einfach mal ihn so ein bisschen anrülpse. Das ist wie im Tierreich.